Beim Deutschen Historischen Institut. Ich heiße Andreas Gestrich. Ich bin der Direktor des Instituts. Es ist mir eine große Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen für diese Eröffnung einer Ausstellung zur Erinnerung an den Fall der Mauer und vor 25 Jahren. Also die Erinnerung an die friedliche Revolution von Ostdeutschland 25 Jahre später. Ja. Und es ist mir wirklich eine Freude, zunächst einmal mich zu bedanken bei Frau Molly Andrews, die die treibende Kraft hinter dieser Ausstellung ist. Das geht zurück auf ein Projekt, das 1990 gestartet wurde mit Interviews von Aktivisten der Dissidentenbewegung der damaligen Zeit. Und nachdem sie sie dann 25 Jahre später nochmal interviewt hatte, als politische Psychologin hier an der Universität von Ost-London. Ich denke, das ist ein äußerst interessanter Ansatz, den sie da gewählt hat. Also diese langfristige Sicht dahingehend, was es damals bedeutet hat für die Betroffenen. Sie hat damals mit verschiedenen anderen Personen zusammengearbeitet. Daraus wurden auch, also da haben auch die Fotografen und andere teilgenommen, haben dann die Ausstellung gemacht mit den verschiedenen Fotos. Ich bedanke mich da hier insbesondere bei Birgit Schmidt, die auch mitgewirkt hat bei den Interviews, sie übersetzt hat, und Stefan Walter. Er war der Designer der Ausstellung Barbara Droth. Sie hat den Film produziert, den wir später sehen werden, und Rod Melzer und Christoph Oxel, die ebenso an der Ausstellung mitgewirkt hat. Diese Veranstaltung wird sich auch spalten in zwei Teile. Zunächst einmal im ersten Podium und den Vorsitz von Dorothee Wierling. Sie ist Expertin in Sachen DDR-Geschichte und kennt sich auch bestens aus mit der mündlichen Geschichte. Sie war involviert in ein Projekt, bevor es sogar die DDR dann zu Ende ging. Und das zweite Podium wird geleitet von Jens Brockmeier. Und dazwischen werden wir dann das Video sehen von Barbara Droth. Vielleicht kann ich nur noch ein paar Worte hinzufügen. Ich hatte eine merkwürdige Erfahrung gemacht. Ich war in Indien Anfang des Monats und ich war dann abends am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, wurde ich dann eingeladen in die Botschaft, in die Deutsche Botschaft in Neu-Delhi. Und die haben einen wunderbaren Park, ein subtropischer Garten. Und in diesem Park, also wenn man da hineinging, waren etwa 10 bis 15 Meter hohes Modell des Funkturms am Alexanderplatz. Und der Garten war aufgeteilt durch eine große Mauer. Aus Styropor natürlich, wohlgemerkt. Und der Botschafter, der 1989 in der Prager Botschaft war, was ja sehr einflussreich war, also hatte er viel Einfluss auf die Ereignisse dann in Prag. Und nach seiner Frage wurde die rhetorische Frage gestellt, wer hat die Mauer zum Fallen gebracht, waren es die Politiker? Das waren natürlich wir, das Volk. Dann gab es also man muss sich das so vorstellen, dass alle in Saris waren, also das Volk, also das davor stand, die Leute in Saris, die Mauer dann zum Fall gebracht hätten. Also das war eine politische Ikonografie. Das Interessante, was man hier gesehen hat, ist, als die Mauer mal gefallen war, wurde das zu einer Art Laufsteg und eine Art deutsch-indische Modeschau fand dann statt.
Also von dieser Anekdote können wir dann sagen, dass der Ort, der Augenblick als politische Ikone, die dann transferiert wurde in eine Art Markenträger für ein Land, also ein Markenträger für das neue Deutschland. Ich denke, was wir heute erleben werden, wird etwas ganz anderes sein. Wir werden etwas erleben, werden etwas hören über das, was sich vorher zugetragen hat, vor diesem bestimmten Datum. Wir werden dann auch erfahren, was es bedeutet hat für die Menschen in den Jahrzehnten danach. Aber das ist der Bereich von Molly Andrews, die jetzt ihr Projekt vorstellen wird. Entschuldigen mich, ich hätte das vielleicht vorhin schon machen sollen. Ich wollte noch etwas zu diesen Kopfhörern sagen. Wahrscheinlich haben Sie die schon entdeckt. Wir haben also Simultanverdolmetschung, weil die Diskussion hier am Podium auf Deutsch geführt werden wird. Später können Sie auch Fragen auf Deutsch oder auf Englisch stellen. Die werden dann übersetzt werden. Also bitte die nicht mit nach Hause nehmen. Die sind infrarot und wenn man sie einfach wegsteckt, dann funktioniert das sowieso nicht mehr. Aber Kanal 1, wenn Sie den Knopf 1 drücken, hören Sie dann die englische Version und 2 die deutsche Version und 0 ist einfach der Saal. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und ich werde jetzt Ihnen das Wort erteilen. Ja, zunächst einmal, Andreas, vielen Dank für diese Einleitung. Ich möchte nur ein paar kurze Worte an Sie richten, denn nach diesem Symposium, wenn wir dann runtergehen, werden Birgit Schmidt und ich ein paar Worte an Sie richten und etwas erläutern zu diesem Projekt, was es bedeutet hat, das über 20 Jahre lang durchzuführen. Doch bevor ich dazu übergebe, möchte ich mich vor allem ganz herzlich bedanken beim Deutschen Historischen Institut. Denn ich hatte mir gedacht, dass unser Projekt unglaublich vielfältig, faszinierend und überaus interessant ist und wofür sich alle interessieren müssten. Als ich allerdings versucht habe, einen öffentlichen Ort zu finden, diese Ausstellung durchzuführen, habe ich von keinem anderen einen so netten Empfang bekommen, als hier vom Institut. Angela Schattmesser hier insbesondere genannt. Sie war wirklich hervorragend, hat versucht, alles richtig zu koordinieren, was diese Ausstellung anbetrifft. Sie und Andreas waren nicht nur sehr offen und waren auch sehr großzügig bei der Austragung dieses Ereignisses hier. Ich muss auch mich nochmal bedanken. Und da geht es um die Hilfe, die mir im Laufe der Jahre zuteil wurde. Wolfgang Edelstein, im Max-Planck-Institut, das sei als erstes genannt. Ich war nie in der Lage, Zuschüsse zu bekommen für dieses Projekt. Und die Gründe werde ich später noch erläutern. Aber ich wollte das unbedingt machen, werde ich später noch mal erklären. Und dann habe ich auch gedacht, ich kann da verschiedene Punkte zusammenfügen, um das zu Wege zu bringen. Aber derjenige, der mich zuerst unterstützt hat, war Wolfgang Edelstein. Das kam in Form von Kassetten. Und das zeigt Ihnen nochmal, wie lange das zurückreicht. Also er hat mir sehr viele Kassetten zur Verfügung gestellt. Und auch ein Büro im Max-Planck-Institut in Berlin. Und er ist immer noch eine wichtige Unterstützung für dieses Projekt. In der Phase 2 des Projektes dann kam die Unterstützung vom Wissenschaftszentrum in Berlin und auch von meiner Universität hier, von der Universität East London. Die war auch sehr großzügig, also vor allem, wenn es um die Porträts geht, die Sie auch unten sehen werden. Das ist also mein Dank an die Institution. Bevor wir dann zu den eigentlichen Ereignissen übergehen können, möchte ich sagen, wie sehr ich bewegt bin, Sie vor mir zu sehen. Also das ist so, als würde ich mein Leben vor mir aufgetragen sehen. Also Menschen von den verschiedenen Teilen des Projektes, vor allem Personen wie Sebastian Flugbeil, Annette Simon und Reinhard Weißhuhn. Das sind 3 der 15 Personen, die
so viel Zeit aufgewendet haben. 3 habe ich nur stundenlang erstmal in ihrem eigenen Wohnzimmer gesehen. Also Birgit und ich durften da stundenlang bei denen zu Hause bleiben. Und dass sie jetzt nach London gereist sind, dass sie hier sind, ist wirklich wunderbar und bedeutet mir sehr viel. Ich habe keinen Zweifel, dass wir wirklich einen sehr interessanten Nachmittag erleben werden, insbesondere wenn das so ist wie der Tee oben. Also dann wird es auf jeden Fall eine sehr angeregte Diskussion sein. Da bedanke ich mich nochmal bei Dorothee und bei Jens. Also vielen Dank nochmal an Sie und fangen wir an. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser ersten Diskussionsrunde. Und wir haben das so besprochen, dass in der ersten Runde es überwiegend darum gehen soll, wie die 3 Zeitzeugen und Zeitzeugen auf dem Panel die Zeit kurz vor 1989, den Herbst 1989 und die Folgen, die das gehabt hat, selbst erlebt haben. Das ist sozusagen der Teil dieses Panels. Und in dem zweiten Panel, das Jens Brockmann moderieren wird, wird es eher um Fragen von kollektiver Erinnerung an die DDR, Deutungen, öffentliche Deutungen und solche Fragen auch von Geschichtspolitik gehen, sodass Sie also wissen, dass es um 2 verschiedene Stadien gehen wird. Ich möchte Ihnen die 3 Panelisten ganz kurz vorstellen. Sie haben in Ihrem Programm auch mal kurz Biografien stehen, sodass Sie es noch einmal nachlesen können. Wir haben für dieses Panel maximal 1 Stunde Zeit. Wenn die Zeit es möglich macht, dann würden wir gerne auch noch ins Publikum geben, damit Sie selber auch noch Fragen stellen können oder Diskussionsbeiträge machen können. Ich beginne bei der Vorstellung mit dem ältesten Teilnehmer, mit Sebastian Flugbeil, der hier rechts neben mir sitzt. Sebastian Flugbeil ist 1947 geboren und hat in der DDR als Physiker gearbeitet. Politisch engagiert hat er sich in den 80er Jahren in der Friedensbewegung und zu Umweltfragen. Er war 1989 Mitbegründer des Neuen Forums, also der großen ersten Sammelbewegung der Opposition, und hat das Neue Forum auch am Runden Tisch vertreten. Sie wissen, dass der Runde Tisch so eine Einrichtung war, in der verschiedene Oppositionsgruppen und die noch existierende DDR-Regierung sagen, die Zukunft der DDR verhandelt haben, um es mal ein bisschen allgemein auszudrücken. Reinhard Weißhuhn, der sozusagen an der linken Seite sitzt, ist im Jahre 1951 geboren. Er hat in der DDR als Architekt und Stadtplaner gearbeitet. Mitte der 70er Jahre kam er in Kontakt mit Oppositionellen, die den Kern der später gegründeten Initiative für Frieden und Menschenrechte bildeten. Eine der, ich würde sagen, wichtigsten Oppositionsgruppen in der DDR. Und auch er war für diese Gruppe, die IFM, ein Teilnehmer am Runden Tisch. Schließlich Annette Simon, die neben mir sitzt, die Jüngste, Jahrgang 1952. Sie wuchs, das wissen vielleicht einige von Ihnen, als Tochter von Christa und Gerhard Wolf in einem Milieu auf, das man vielleicht nennen könnte, ein Milieu, das von kritischer, aber doch unbedingter Loyalität zur DDR geprägt war. Sie selber ist einen anderen Weg eingeschlagen. Sie ist nicht Mitglied der SED geworden. Sie hat sich sehr positiv für den Prager Frühling interessiert und hat seit 1971 oder seit den 70er Jahren als Psychotherapeutin in Berlin in einem psychiatrischen Krankenhaus gearbeitet. 1989 schloss sie sich auch dem Neuen Forum, also dieser Sammelbewegung der Opposition, an. Das sind die 3 Gesprächspartner. Und ich würde gerne mit meiner ersten Frage beginnen und mit dir, Annette. Was mich interessiert und was dich ja auch das Publikum hier interessiert, wie von den Teilnehmern, also zunächst mal von dir, der Herbst 1989 erlebt wurde und welche Bedeutung in diesem Erlebnis des Herbstes 89 der Fall der Mauer hatte. Ja, also ich muss vielleicht das ganze Jahr 89 nochmal angucken, weil nämlich im Frühjahr 89 hatte
ich mit meinem Mann geplant, die DDR zu verlassen und endgültig sozusagen von diesem Staat Abschied zu nehmen. Und da traf ich einen guten Bekannten aus der Opposition auf der Straße und der sagte, bleib doch noch bis zum Herbst, es wird noch was anderes. Und es war jetzt nicht das einzige Argument, was uns zum Bleiben veranlasst hat, sondern auch unsere eigenen Gefühle und auch Ängste wegzugehen. Und wir sind dann geblieben und es hat sich ja dann seit Mai, dann mit den Wahlen, mit den gefälschten Wahlen, wo schon die Überprüfungen stattfanden, hat sich schon gezeigt, dass sich was bewegen wird. Ich bin dann sehr früh ins neue Forum, wir beide sind sehr früh ins neue Forum eingetreten. Und dann haben wir den Herbst 89 als eine unglaublich lebendige und anregende, aufregende Zeit erlebt, in der man nicht mehr zum Schlafen kam. Und aber gerade in der Nacht des Mauerfalls waren wir so todmüde von diesen ganzen Aktivitäten. Mein Mann machte damals die Zeitung vom Neuen Forum. Ich selber hatte an dem Tag in der Klinik eine Versammlung geleitet. Und dann kam abends diese Nachricht, die Mauer wäre offen. Und wir haben es eigentlich beide nicht so richtig geglaubt. Und haben gesagt, na jetzt schlafen wir uns mal in Ruhe aus. Und dann können wir morgen sehen, was noch kommt. Und es war auch die erste Reaktion bei uns so, die wir in der Opposition waren, war so ein bisschen, wieso geht das jetzt so schnell auf? Das ist die Rache des Politbüros. Damit wir jetzt hier nicht große Veränderungen machen können. Und es war dann auch so, kurz danach war eine der ersten Mitgliederversammlungen des Neuen Forums. Und da waren dann gar nicht mehr so viele Mitglieder da, weil alle erstmal in den Westen reisen mussten. Und es war sozusagen das erste Gefühl, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Jetzt rennen hier alle in den Westen und wir kommen gar nicht mehr dazu, unsere Veränderung wirklich zu machen. Das hat sich natürlich dann nochmal verändert. Wir waren ja auch selber dann in einer ziemlichen Euphorie, in sozusagen West-Berlin dann zu erleben. Okay. Wollen Sie weitermachen? Ja, also im Nachhinein sieht sich ja diese ganze Geschichte des Jahres 89 anders an als zu der Zeit, als sie passierte und wir alle, also auch ich, sie erlebten. Im Nachhinein weiß man wie üblicherweise alles besser. Zum Beispiel, dass klar war, dass die DDR zusammenbrechen würde und klar war, dass das zur deutschen Wiedervereinigung führen würde und so weiter. Zu der Zeit, als es passierte, war nichts davon klar. Und der Druck auf die Regierung, auf die SED, wuchs offensichtlich, das ist schon richtig, und zwar aus verschiedenen Richtungen, aus Richtung derer, die die DDR verließen, massenweise über Botschaften, über die Ostsee, alle möglichen Wege. Und auch der Druck aus der Opposition wuchs, Demonstrationen begannen, die Repression ließ langsam nach, also mit anderen Worten, die Stasi kam nicht mehr hinterher. Ja, die kamen nicht mehr hinterher, es war zu viel. Aber die eigentliche, offensichtlich revolutionäre, ich sage das ganz bewusst so, Dynamik begann erst am 7. Oktober 1989, am 40. Jahrestag der DDR. Und dann war klar, das ist nicht mehr aufzuhalten, mit zwar offenem Ergebnis, aber dass etwas Dramatisches passierte und sich verändern würde, war ab diesem Zeitpunkt eigentlich klar. Und spätestens am 9. Oktober, nicht November, am 9. Oktober 1989 war uns jedenfalls auch klar, dass die SED verloren hatte. Und dann musste man versuchen, irgendwas draus zu machen. Und das haben wir dann versucht. Und da muss ich aber jetzt doch nochmal nachfragen, als die Mauer dann fiel, Annette hat ja gerade beschrieben, dass das bei ihr ganz ambivalente Gefühle ausgelöst hat. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Genauso. Das also, können Sie ruhig noch ein bisschen ausführen. Ambivalent war das in mehrerer Hinsicht. Also erstmal muss ich klar sagen, der Fall der Mauer war für mich persönlich das
persönlich, auch privat natürlich, wichtigste Erlebnis meines Lebens. Einschneidendste Erlebnis meines Lebens. Und der Punkt ist ja, das galt eben nicht nur für mich, sondern für 16 Millionen Menschen. Gleichzeitig auf einen Schlag. Und das ist natürlich eine, das alleine, da braucht man nicht allzu viel Fantasie, um sich auszumalen, was für eine Dramatik daraus erwächst. Ja. Und natürlich war das ein euphorischer Augenblick. Ich habe den Fall der Mauer live an der Stelle, wo es passierte, erlebt. Ich wohne immer noch 200 Meter von dem damaligen Grenzübergang Bornholmer Straße entfernt, wo die Mauer als erstes fiel, und war selber dabei, zufällig, weil ich mich wunderte, dass so viele Leute dorthin liefen, immer an meinem Haus vorbei, obwohl das doch das Ende der Welt war. Und dort niemand lang lief natürlich normalerweise. Ich bin dann also dahin, und als das passiert war, bin ich erstarrt. Ich bin nicht in den Westen, ich bin stehen geblieben. Und nach einer Weile, 10 Minuten vielleicht, bin ich umgekehrt und nach Hause gegangen. Und dort habe ich dann losgeheult. Stundenlang. Also das war einfach ein Schock. Aber der andere Teil der Ambivalenz ist natürlich eben jener, den Annette eben schon angesprochen hat. Also ich habe das für mich am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen so kommentiert: Kohl, das Politbüro gibt die DDR lieber Kohl als uns. Okay. Und genau so war es. Okay. Herr Kuppel, nah ans Mikro bitte. Also ich hole auch mal ein bisschen aus. 88, 89 hat sich in der DDR einiges bewegt. Eine Sache, die für mich wichtig war, war die Ökumenische Versammlung. Das war ein Treffen von allen Konfessionen, die es in der DDR gab, wo das erste Mal nicht über religiöse Sachen diskutiert wurde, was ja normal gewesen wäre, sondern wo ein Großteil der gesellschaftlichen Probleme der DDR auf den Tisch kam, in der Kirche. Ich war damals Berater für eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Energiefrage beschäftigt hat, also Atomkraftwerke und Energiepolitik, all diese Dinge. Und viele Leute, die da in dieser ökumenischen Versammlung aktiv waren, die fanden sich dann im Herbst auch in der Revolution wieder. Und ich würde vielleicht das wichtigste Erlebnis aus dem Herbst so beschreiben, dass innerhalb von wenigen Wochen, ganz kurzer Zeit, handgreiflich zu spüren war, wie sich ein Großteil der Bevölkerung im Verhalten geändert hat. Man fing mit einmal an, miteinander offen zu reden. Man dachte darüber nach, welche Dinge einem nicht gefallen an diesem Staat, was man ändern möchte, und man überlegte, was man selber dazu beitragen kann. Man traf sich mit Freunden. Also eine Situation, die ich nicht vergessen werde, so im Oktober 89, da haben wir noch ganz normal gearbeitet neben der Revolution. Und sind dann abends nach Hause gekommen, und dann war die Wohnung voller wildfremder Leute, die warteten, bis Papa und Mama nach Hause kamen und wollten mit uns reden. Und die Kinder, die waren damals so kleine Kinder, die haben Tee gekocht und mit diesen wildfremden Leuten Konversation gemacht, bis wir dann da waren. Und dann begannen Gespräche, die bis tief in die Nacht gingen, wo zu spüren war, dass viele dieser Besucher, die da kamen, die wir alle nicht kannten, das erste Mal in ihrem Leben offen gegenüber Fremden geredet haben. Das war eine tolle Sache und das waren tolle Gespräche. Wenn ich mir heute vorstelle, dass eine Familie das zulässt, dass die halbwüchsigen Kinder 30 oder 40 wildfremde Leute in die Wohnung lassen,
Da würde sofort das Jugendamt alarmiert. Ja? Aber das war damals so. Und dieser Umschlag im Verhalten der Bürger damals, das ist das, was mich eigentlich am meisten bewegt hat. Auch die großen Versammlungen in den Kirchen, wo viele tausend Leute in den großen Kirchen, die sonst immer leer waren, zusammenkamen. Und dann ging einer nach dem anderen von ganz unbekannten Leuten nach vorne und sagte genau die richtigen Dinge vor 3.000, 4.000 Leuten. Das werde ich auch nie vergessen. Da hat sich was bewegt, was niemand von uns für möglich gehalten hätte. Ja, und dann ist innerhalb von wenigen Wochen ist die Regierung mehrfach ausgetauscht worden. Es war zu sehen, dass es tatsächlich eine Revolution war, also tiefgreifende Veränderungen stattfanden, die wir alle nicht für möglich gehalten hatten. Die Staatssicherheit hat sich als handlungsunfähig erwiesen. Es ging einigermaßen friedlich ab. Und dann kam der 9. Oktober mit dem Fall der Mauer. November. Der 9. November mit dem Fall der Mauer. Wir waren abends spät in einer Versammlung, wo es ums Erziehungswesen in der DDR ging und kamen dann todmüde abends nach Hause. Wir hatten gemerkt, dass in der Versammlung so die Leute langsam den Saal verließen, was sonst eigentlich nicht üblich war. Wir haben nicht drüber nachgedacht. Und dann sind wir todmüde ins Bett gefallen und nachts um zwei oder so rief ein Journalist aus Jerusalem an und fragte mich, was ich davon halte, dass die Mauer offen ist. Und dann habe ich den Fernseher angemacht und habe mir das Theater angeguckt. Und ich muss schon sagen, also meine spontane Reaktion war, dass mir blitzartig klar wurde, dass damit dieser tolle Aufbruch der mündigen Bürger in der DDR, die mit einmal anfingen, sich um ihre Dinge zu kümmern und was Konstruktives machen wollten und nachgedacht haben, was nicht stimmt in dieser Gesellschaft, dass das natürlich von einer Minute auf die andere sein Ende gefunden hat. Und wir haben dann nach dem Fall der Mauer aber so getan, als ob nichts passiert wäre. Danach sind die runden Tische erst aufgemacht worden. Und darf ich da mal einhaken, weil das führt schon ein bisschen auf meine nächste Frage schon. Ich wollte noch mal eben fragen, können Sie das alle gut verstehen? Auch die Übersetzerinnen? Ja. Okay, alles okay, gut. Weil jetzt eigentlich alle drei in etwas unterschiedlicher Weise das so erzählt haben und so erinnern, dass quasi mit dem Fall der Mauer ein Stück dieser Euphorie, also dieses kollektiven Selbstbewusstseins, diese Angstfreiheit, dieses Austausches, dieses Gefühls, man kann sozusagen Geschichte gestalten, dass das damit quasi unterbrochen oder abgebrochen wurde. Und habe ich richtig verstanden, ne? Und gleichzeitig ist aber doch auch danach noch mal sehr, sehr viel passiert an Gesprächen. Und da wollte ich auch auf den runden Tisch unter anderem eingehen. Aber zunächst noch mal die Frage, also das oder das in eine etwas allgemeinere Frage einbetten, weil diese neue Situation, die sich ja ständig, also immer jeden Tag was Neues ergab, da stelle ich mir vor, dass es bei Ihnen auch viele Wünsche, Fantasien, was kann man jetzt eigentlich machen? Also was kann man jetzt für sich persönlich, aber auch für die Gesellschaft, die sozusagen die Zukunftsentwürfe, die man hat, wie kann man die jetzt verwirklichen? Und ich glaube, dass der runde Tisch ein Ort war, an dem man das versucht hat. Mich würde interessieren, jetzt nochmal an alle drei gefragt, was Sie sich eigentlich in der Situation, als die Mauer war und die Situation im wahrsten Sinne des Wortes offen oder doch potenziell noch offen, was Sie sich dann für eine Zukunft gewünscht haben. Ja, ich weiß, er darf auch jetzt sofort wieder antworten. Bitte. Ja, das, was so das neue Forum zusammengebracht hat und die vielen, innerhalb von wenigen Wochen haben ungefähr 250.000 Leute sich gemeldet, die da mitmachen wollten. Das konnten wir gar nicht organisatorisch bewältigen. Das, was die Leute animiert hat, mitzumachen, war der harmlose Wunsch,
nach Dialog. Wir wollten mit den Mächtigen reden. Wir wollten keine Revolution machen, keine Leute umbringen. Die Mauer war kein Thema. Wir wollten Dialog. Und nach dem Fall der Mauer haben wir versucht, dann tatsächlich diesen Dialog irgendwie in eine Form zu bringen. Und da war in Osteuropa dieses Modell der runden Tische schon bekannt. Das ist dann umgesetzt worden. Und da haben wir das versucht, miteinander zu reden. Auf der einen Hälfte die alten Parteien, die Blockparteien in der DDR. Auf der anderen Seite die Oppositionsleute, und moderiert wurde das von Kirchenfunktionären. Und das war natürlich ein wildes Diskutieren über alle möglichen Probleme. Praktisch hat das nicht allzu viele Spuren hinterlassen, aber man hat miteinander geredet. Das erste Mal auf Augenhöhe mit den Typen, vor denen man sonst eigentlich eher gezittert hat und eine Diskussion vermieden hat. Wir haben miteinander geredet. Wenn ich an meine Überlegungen damals denke, ich habe relativ wenig darüber nachgedacht, mich auf die Wiedervereinigung vorzubereiten. Das war eigentlich nicht so wirklich ein Thema. Ich habe versucht halt in den Bereichen, wo ich was davon verstand und die mir wichtig waren, in der Diskussion was zu machen und kritische Fragen aufzuwerfen und versuchen, den Kurs etwas zu verändern. Also ich war da relativ bescheiden in meinen Wünschen. Und an einigen Punkten hat das funktioniert, an anderen hat das überhaupt nicht funktioniert. Aber das hat so über einige Monate sich hingezogen, und dann die ganze Zeit kriegte das so eine Eigendynamik, die immer wieder über uns weggewalzt ist und viel schneller vonstatten gegangen ist, als wir das gemacht haben, bis dann hin zur Wiedervereinigung. Und die Steuerung dieses Prozesses, die ist mehr und mehr dann von westdeutscher Seite übernommen worden. Das hinterlässt so ein bisschen einen schalen Geschmack bei der ganzen Revolte. Aber das ist ja typisch bei Revolutionen, dass die Leute, die das gemacht haben, da wenig Profit davon haben. Was hast du dir gewünscht? Ja, ich wollte eine demokratische DDR. Also es war der Wunsch, dass die DDR ein anderes Land wird, weil die Leute da waren, die das Land anders machen wollten. Und also wirklich an Vereinigung hatten wir wirklich erstmal nicht gedacht. Dann kam das aber, und was wir uns natürlich auch gewünscht hatten, war Reisefreiheit. Also, und die war nun auch plötzlich möglich. Das war natürlich in jeder Weise auch überwältigend. Und ich glaube, der entscheidende Punkt, wo man merkte, es wird alles doch ganz anders laufen, waren dann die Wahlen im März 1990, wo ja sozusagen die ersten freien Wahlen waren, und Neue Forum trat an und auch die anderen Oppositionsgruppen, und wir hatten uns ausgemalt, dass wir so um die 50% kriegen, und wir waren, ich weiß nicht, in welchem Bereich waren wir, 8 oder? Alle zusammen 5. 5 oder so, also wir waren sozusagen eine ganz kleine Minderheit, und diese Desillusionierung, die damit klar wurde bei diesen Wahlen, die mussten wir dann in einem langen Prozess, glaube ich, erstmal verkraften, dass nämlich die DDR-Bevölkerung uns nicht gewählt hatte und eigentlich wirklich was anderes wollte in dem Moment, wobei sie wahrscheinlich nicht genau wussten, was sie genau wollen, aber jedenfalls war es klar, dass der Weg ein anderer sein wird, und damit mussten wir uns dann alle auseinandersetzen, also die DDR-Opposition, und das war teilweise steinig, diese Auseinandersetzung, weil es klar war, es wird jetzt ein Deutschland sein, und wie bringt man sich in dieses Deutschland ein? Herr Weißen. Ja, so ähnlich wie Annette es gerade beschrieben hat, ich würde sagen, wir wollten die sozialistische DDR abschaffen, überwinden zugunsten einer Demokratisierung, eines demokratischen Rechtsstaates. Und der Druck auf die Wiedervereinigung, diesem Ziel ja qualitativ auch gar nicht widerspricht, dieser Druck entstand
unabweisbar im Vorfeld der Volkskammerwahl, also noch zu Zeiten des Runden Tisches. Das bedeutet, dass auch der Selbstauftrag des Runden Tisches sich während seiner Existenz naturgemäß verändern musste oder modifizieren musste. Was aber dennoch blieb zu dieser Zeit mit oder ohne Vereinigungsoption, war der Umstand, dass wir einen geregelten Weg dorthin finden mussten, und der konnte naturgemäß nur über eine demokratisch legitimierte Regierung erfolgen und betreten werden, und dafür brauchte man eine demokratische Wahl, und deren Vorbereitung war eine der Hauptaufgaben von Anfang an, eine der Hauptaufgaben des Runden Tisches gewesen. Das hat er auch bewältigt. Die Wahl war die erste und einzige demokratische Wahl, die es in der DDR je gegeben hat. Und der zweite Teil, der bisher noch nicht erwähnt war und durch die Vereinigung dann obsolet wurde, war die eine demokratische Verfasstheit der DDR, weswegen der Runde Tisch einen Verfassungsentwurf für die DDR erarbeitet hatte. Das heißt also, in verschiedenen Arbeitsgruppen wurden diverse massenhaft Gesetze vom Runden Tisch ausgearbeitet, die dann, das muss man sich klar machen, alle durch die Bank von der Volkskammer übernommen wurden. Die Volkskammer beschloss die sozusagen als auf Empfehlung des Runden Tisches an sie überwiesenen Gesetze. Ja. Das war eine etwas paradoxe Situation. Beide Gremien waren ja nicht demokratisch gewählt. Das ging nicht, die Volkskammer sowieso nicht und der Runde Tisch ja auch nicht, mussten aber dennoch dafür sorgen, dass es eine Form von Legitimation gibt. Ja. Also alles ein bisschen komisch, aber hat funktioniert. So, und dann kamen die Wahlen, bei denen die Bürgerbewegung um 5% und die SDP, die ja auch in der Opposition, eine Gründung aus dem Oktober 89, die ja auch in der Opposition war, etwas über 20% bekam. Die hatten auch geglaubt, sie bekämen die absolute Mehrheit sogar. Und dann kam die gewählte Volkskammer, die dann sozusagen weitermachte mit entsprechenden Gesetzen und dem Einigungsvertrag, dem Staatsvertrag etc. Die Termine für die Vereinigung und auch übrigens für die Wirtschafts- und Währungsunion, die ja noch früher zustande kam, wurden also auch laufend vorverlegt, ja, oder mussten vorverlegt werden, je nach Sichtweise, weil der Druck aus der Bevölkerung also immer massiver wurde. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Geschichte, dass das auch sicher viele Leute in Erinnerung haben und dass man auch, glaube ich, sehr gut zeigen kann, wenn man das historisch erforscht, dass es sich tatsächlich herausstellte, dass die Mehrheit der DDR-Bevölkerung sich für den Weg der Wiedervereinigung optierte. Und zwar aus von ihnen aus sozusagen vollkommen rationalen Interessen, würde ich sagen. Und ich kann mir das eben auch sehr gut vorstellen, dass diese Erkenntnis unheimlich desillusionierend gewesen sein muss, wie du das auch gesagt hast, Annette, weil man dann ja auch gleichzeitig gemerkt hat, dass man sozusagen innerhalb der DDR-Gesellschaft ein sehr eigener Kreis gewesen war. Nun wollte ich als letzte Frage noch an alle die stellen, sich sozusagen bitte mal jetzt 25 Jahre später in unsere Jetztzeit zu versetzen und aus dieser Position noch einmal rückblickend auf wieder ihre eigene Erfahrung zu schauen und vielleicht ein bisschen darüber erzählen, was sie dann unter den von Ihnen zwar nicht gewünschten, aber dann doch vorgefundenen historischen Bedingungen für sich daraus gemacht haben. Also was konnten Sie dann doch auch unter diesen Bedingungen von Ihren Plänen verwirklichen, politische oder auch persönliche? Sie müssen natürlich jetzt nichts Privates erzählen. Glauben Sie, dass das, was dann geschehen ist, auch Ansätze zeigt für etwas, was auf Ihre eigenen Wünsche, auch Ihre eigenen politischen Wünsche hinausgeht? Wollen Sie noch mal weitermachen?
Ja, jeder darf einmal anfangen sozusagen. Ja. Also während dieser Revolution und während der Phase der bis zur Vereinigung habe ich keine wirkliche Vorstellung entwickeln können von meiner persönlichen Zukunft. Dazu war das alles viel zu schnelllebig und viel zu anstrengend und viel zu aufwendig, was ich täglich zu tun hatte. Aber es hat sich daraus etwas fast von selbst ergeben, nämlich dass ich dann tatsächlich von da an professionell, sozusagen de facto professionell Politik gemacht habe. Und zwar als Mitarbeiter zuerst in der Volkskammer, dann im Bundestag. Und wo ich eigentlich mit etwas weitergemacht habe, was die Initiative Frieden und Menschenrechte seit ihrem Bestehen 5 Jahre vorher schon begonnen hatte, nämlich sich sowohl in der DDR als aber auch im internationalen Rahmen über Kontakte nach Osteuropa zu der Zeit natürlich hauptsächlich für Menschenrechte einzusetzen, für die Durchsetzung der Menschenrechte und für die Stärkung von Gesellschaften, von Zivilgesellschaften, nicht von professioneller Politik, sondern von ziviler Gesellschaft als partizipatorisches und emanzipatorischen Anspruch. Und das habe ich dann tatsächlich von da an die ganze Zeit bis jetzt weitergemacht. Okay. Ja, also ich kann von mir sagen, dass ich leider auch weniger ein politischer Mensch bin, als ich damals war. Also ich interessiere mich immer noch sehr für das, aber konnte in keine Partei gehen. Diesen Schritt konnte ich nicht gehen. Und habe mich dann sehr für meine berufliche Seite engagiert. Und das war ja die Möglichkeit, dass durch die Vereinigung Deutschlands es mir möglich war, Psychoanalyse zu lernen und dann auch auszuüben, was eigentlich auch ein Traum von mir war. Ich bin ja Psychologin und Psychotherapeutin und wollte eigentlich immer psychoanalytisch arbeiten und hatte mich vorher schon damit befasst, aber man konnte es in der DDR ja nicht tun, weil es als imperialistische Wissenschaft verboten war direkt, die Psychoanalyse. Also ich bin dann den psychoanalytischen Weg gegangen, wobei ich da sehr betone in der Psychoanalyse die gesellschaftlichen Verhältnisse. Und da bringe ich so einen eigenen ostdeutschen Akzent ein, bin da auch in den analytischen Gesellschaften auch so gesehen, dass ich die immer das Gesellschaftliche mit versuche zu sehen und die Spezifika der ostdeutschen Entwicklung mit einbringe in das Nachdenken über Lebenswege. Sie haben das letzte Wort, also das vorletzte. Ich habe natürlich das letzte. Schwierig. Also mein Hauptthema war die Nutzung der Kernenergie und die Probleme, die damit verbunden sind, sowohl militärisch als auch friedlich vor 89 und auch während dieser Revolutionszeit. In den paar Wochen, wo ich Minister war, Anfang 1990, habe ich streng geheime Unterlagen aus dem Archiv des Ministerrates illegal kopiert. Wir haben das dann publik gemacht in einem Gutachten. Das hat einen gewissen Anteil daran, dass die Kernkraftwerke in der DDR noch 1990 alle stillgemacht wurden. Ich habe dann mich weiter treiben lassen in der politischen Sphäre und habe einige Jahre im Abgeordnetenhaus in Berlin zugebracht als Abgeordneter für das Neue Forum. Das hat mir einen gewissen Einblick verschafft, wie Demokratie so von hinten aussieht. Das war nicht appetitlich und ich bin froh, dass ich da wieder rausgekommen bin. Und heute bin ich seit vielen Jahren der Präsident einer wissenschaftlichen Vereinigung, die sich mit Strahlenschutzfragen beschäftigt. Wir sind so die Opposition in der Branche in Deutschland. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Gegner, die wir jetzt haben, in dem wiedervereinigten Deutschland,
dass die wesentlich raffinierter und bösartiger sind, als wir uns das je haben vorstellen können. Und dass wir im Grunde genommen weniger gehört werden und weniger erreichen als in den letzten DDR-Jahren. Das ist etwas deprimierend und ich mache mal einen Punkt.